Herr Kocatürk ist auch mit dabei. Sehr schön. Dann kann Herr Kocatürk auch die Begrüßung machen heute. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme heute. Das ist unser siebtes Mal, ja, wo wir heute zusammenkommen mit dem CAT-Café. Ich freue mich sehr, dass dieses Format so angenommen wird. Das ist ja so eine Geschichte, die aus der Not entstanden ist, mit, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten und unsere Kollegen an der Kaffeemaschine nicht mehr treffen. Und dann war die Idee, alle unsere Kunden halt an dieser Kaffeemaschine eine Runde sozusagen ein bisschen zu beteiligen. Wir haben dieses Format extra so gewählt, dass man dabei sein kann, dass man seine Fragen stellen kann, dass man, wenn man sagt, ich habe heute nur eine halbe Stunde Zeit oder 5 Minuten Zeit, dann gucken Sie 5 Minuten zu, jederzeit einsteigen, jederzeit aussteigen und Fragen und Anregungen. Und jetzt haben wir halt so ein bisschen rausgehört, dass wenn wir aus der Hotline die Fälle für Sie zusammenfassen, die jetzt wichtig sind und die sehr oft gefragt werden, und sind natürlich auch nach wie vor auf Hinweise von Ihnen angewiesen, kommen Sie einfach dazu, laden Sie Ihre Freunde, Ihre Bekannte, die dann natürlich auch im CAD-Geschäft sind, mit ein und freuen uns dann, das so weiter zu haben, handhaben. Ich habe leider parallel ein anderes Meeting. Ich schaue, wie lange das dauert. Ich würde sie dann meinen Kollegen übergeben und versuche, so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Okay. Viel Spaß heute. Dankeschön. Danke. Als allererstes haben wir ein neues Gesicht mit von der Partie. Sitzt quasi ein Stückchen hinter mir. Das ist unser neuer Kollege, der Herr Kertl. Automatisch. Herr Kertl wird uns in Zukunft hier an der BlixCard Hotline unterstützen und wird auch so ein bisschen mit die Seminare in der Organisierung und in der Durchführung unterstützen. Das ist so der Punkt, wieso ich Herrn Kertl kurz vorstellen wollte. Und wie setze ich mich denn am besten, damit man ihn auch sieht? Ich denke, so passt das ganz gut. Ich möchte ihn auch hier in dieser Runde auch gerne herzlich willkommen heißen in unserem Below Software Team. Das bedeutet für Sie im Grunde genommen in Zukunft, Sie werden Herrn Kertl öfter an der Hotline zu hören bekommen und können sich auch gerne in Fragen BlixCard jederzeit dann an ihn wenden. Herr Kertl ist aktuell noch so ein bisschen in der Einarbeitung bei uns. Wie lange bis jetzt da? 3 Wochen? 3 Wochen. 3 Wochen ist er jetzt bei uns. Das heißt, haben Sie Nachsicht mit ihm. Gehen Sie nicht mit den schwersten Fragen auf ihn los. Dann ist vielleicht an dich. Keine komplizierten Sachen dann an Herrn Kertl. Ruhig mit an die Hand nehmen. Ja. Aber hier nochmal ein herzliches Willkommen an Herrn Kertl. Und möchtest du dich vielleicht noch kurz vorstellen? Ja, also ich bin, wie gesagt, Schaffer Kertl, bin 28 Jahre alt, habe meine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gelernt und war stellvertretender Marktleiter. Und so hat sich das dann irgendwann mal ergeben, dass ich hier jetzt einmal einen kompletten Quereinsteigen mache und das alles eigentlich für mich ganz was Neues ist und mich jetzt in der kürzesten Zeit schon in den Seminaren gut mitbeteiligt habe und schon mal den Grundkenntnis so langsam verstehe, um überhaupt, um was es geht. Ja, und hoffe, dass die Kollegen mir in diesem Arbeitsbereich mehr beibringen können, dass ich mich hier weiter einarbeiten kann und besser werden kann. Genau. Das denke ich, werden wir hinkriegen. Ja, genau. Also, wir sind ja auch heute nochmal zusammengekommen zu dem 7. CAT-Café, wie Herr Kocatürk schon erzählt hat, mit Tipps und Tricks des Tages. Wir hatten vor einiger Zeit, ich glaube im 6. oder im 5. CAT-Café, hatten wir schon mal so Funktionen des Tages mit aufgeführt als Themenblock. Wir werden das immer jetzt in Zukunft, haben wir jetzt intern besprochen, so ein bisschen mischen. Wir würden gerne das ein oder andere Mal Funktion des Tages vorstellen. Dort würden wir uns in der Regel gerne auf Funktionswünsche, Fragen ihrerseits gerne beziehen. Und bei den Tipps und Tricks des Tages geht es in allererster Linie um Fragestellungen aus Supportfällen, die wir Ihnen gerne mit an die Hand geben möchten. Nichtsdestotrotz war das CAT-Café grundsätzlich eigentlich immer so angedacht oder anfangs so angedacht, dass es eine offene Fragerunde ist. Das heißt, wir werden in der Zwischenzeit im Wechsel auch offene Termine mit anbieten. Das bedeutet Termine, in denen wir keine Themen mit an die Hand geben, in denen wir uns einfach nur offen mit ihm vielleicht über das Tagesgeschäft, über Probleme in der CAD, Neuerungen, Ideen für weitere Funktionen oder Sonstiges unterhalten möchten. Das heißt, wir werden in einem gewissen Rhythmus Funktion des Tages, Tipps und Tricks des Tages anbieten, aber auch die offenen Runden mit anbieten.
Das nur mal so organisatorisch zu dem Thema. Worum es uns heute eigentlich geht, das sehen Sie auf unserer Internetseite, haben Sie auch in der Anmeldung oder in der Einladung gesehen, sind die drei Themen, die wir heute mit Ihnen gerne besprechen möchten. Wir haben in den letzten Wochen ja auch recht viel über die Thematik Umstieg von anderen CAD-Systemen auf BricsCAD gesprochen. Da haben wir auch die Kunden über unser White Paper informiert, schicken das White Paper immer mit raus für den Umstieg von AutoCAD, Autodesk-Produkten zu BricsCAD. Und dementsprechend kommen aktuell in dem Tagesgeschäft oder im Supportgeschäft an der täglichen Hotline doch auch vermehrt Fragen zu genau diesen Themen auf, wenn Leute oder Kunden von AutoCAD zum Beispiel zu BricsCAD umsteigen. Der Herr Giesbers von der ITV Berlin hatte die Anregung mitgebracht für den ersten Punkt, und zwar der Mitnahme und oder die Filterung von Druckereinstellungen sowie Papierformaten beispielsweise, was in AutoCAD ja ständig funktionierte, ohne Probleme, im BricsCAD aber irgendwie nicht ging. Das hab ich, darüber haben wir uns intern hier noch nicht so wirklich Gedanken gemacht gehabt, haben das dann ausprobiert, und ich muss zu diesem Thema beispielsweise sagen, ist eine Neuerung tatsächlich in der V21 von BricsCAD, ging bislang bis zur V21 nicht und ist meiner Meinung nach eine der stärksten Neuerungen, die aber überhaupt nicht kommuniziert wurde in der V21. Ja? Das zu dem Punkt vielleicht erstmal. Polylinien bearbeiten ist eine sehr, sehr oft gefragte Thematik an der Hotline. Beispielsweise Eckpunkte einfügen, nachträglich. Man kennt es aus dem AutoCAD-Umfeld. Man macht dann Rechtsklick auf das Segment der Polylinie und fügt dann über einen Rechtsklick einen Eckpunkt mit ein, eine Ausbuchtung, löscht ein Polyliniensegment oder sonstiges. Das geht im BricsCAD auch, nur ein bisschen anders als Alternative über den Quad. Würden wir das gerne vorstellen. Und als letzten Punkt würden wir das Importieren der gewohnten Benutzeroberfläche mit ansprechen wollen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Themen gesehen, wie man es am besten vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Wieso würden wir dann auch im nächsten Verlauf dann erklären und kurz zeigen. Aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, das sauber, in Anführungszeichen sauber zu importieren, wenn es denn gewünscht wäre. Wenn Sie Anregungen, Fragen in der Zwischenzeit haben, gerne zu, jederzeit. Ich hoffe, jeder von Ihnen hat einen Kaffee. Das ist das Allerwichtigste heute. Der Herr Trost hat heute einige Beispiele vorbereitet, würde auch dazu Punkt für Punkt eine Kleinigkeit zu erklären. Wichtig für Sie, vielleicht vorab oder als weitere Information, das CAD-Café wird wie immer aufgezeichnet. Das heißt, wenn jemand von Ihnen mit dabei ist, der es nicht möchte, dass sein Gesicht zu sehen ist, Kamera ausschalten. Wir würden uns natürlich über die Teilnahme freuen oder auch den regen Austausch freuen. Wird auch natürlich veröffentlicht. Ja? Das CAD-Café finden Sie immer bei uns auf der Internetseite. Ich kann es vielleicht noch mal ganz kurz zeigen oder am Ende des Seminars oder des Termins kurz zeigen. Finden Sie immer auf unserer CAD-Café-Seite unter der Mediathek. Nur so viel erstmal zum Ablauf. Gut, wir würden vielleicht starten mit der Mitnahme und Filterung der Druckereinstellungen und dem Papierformat, oder Tobi? Mhm. So, ich gebe da jetzt mal meinen Monitor frei. So, ich hoffe, ihr seht jetzt alle meinen Monitor. Als erstes beginnen wir mit den Druckerformaten oder mit den Papierformaten. Aus dem Grund wechsle ich jetzt hier mal in mein Layout 1 und schaue hier mal per Rechtsklick in die Seiteneinrichtung. Dann gibt es ja hier im Prinzip den kompletten Dialog für die Einrichtung der Blattgröße. Ich fange also hier oben als erstes mal an und suche mir einen Drucker aus und kann dann hier natürlich auf die Liste der Blattformate zugreifen, und man sieht hier schon, da ist einiges drin, demzufolge auch sehr viele Sachen drin, die ihr wahrscheinlich niemals in der täglichen Arbeit benötigt. Deswegen möchten wir hier mal das Thema zeigen, wie wir diese Liste hier entsprechend ausdünnen können,
dass nur noch wenige zur Auswahl stehen, aber dass dann auch tatsächlich die sind, die ihr täglich benötigt. Genau, in der Regel, vielleicht noch kurz als Einschub, ist es ja so, man arbeitet ja nicht unbedingt mit diesen ISO-Formaten, ANSI-Formaten oder was ist ARCH-Formaten, was es dort alles gibt. In der Regel in größeren Unternehmen ist es ja zum Beispiel auch so, dass man benutzerdefinierte Blattformate benutzt. Wenn ich mir das an meine Ausbildung zurückdenke, im Tiefbau, da haben diese Blattformate nie gepasst. Ja, das Einzige, was ab und zu mal gepasst hat, war mal irgendwie A3. Ja. In der Regel hat man aber niemals A3 benutzt oder sonstige Formate, die es hier in dieser Liste gibt. Deswegen hat man sich erstmal benutzerdefinierte Blattformate angelegt, die wir in die PC3 gespeichert haben. Eine PC3-Datei ist eine individualisierte Druckerdatei, die man austauschen könnte. Ja? Und dann hat man das, die Blattformate mit seinem Team im Prinzip ausgetauscht. Das war so der Gedanke an der Stelle, damit jeder mit den gleichen Einstellungen arbeiten kann. Mhm. Und dann haben wir über die Thematik gesprochen, wie wir diese Liste hier auch ausdünnen können. Genau. Dann wieder so. Im Prinzip, wie können wir jetzt hier diese Riesenliste, die da dahinter hängt, entsprechend reduzieren auf das, was wir tatsächlich brauchen? Und zwar findet ihr alle in eurem BricsCut in der V21 hier hinter dem Drucker so ein kleines Symbol. Das wähle ich mir jetzt hier mal an. Dann gelange ich im Prinzip in die Plotter-Konfiguration hinein. Und da findet man beispielsweise die Anschlüsse oder auch hier die Einstellungen für diesen Drucker. Und da sieht man im unteren Bereich, hier gibt es eine Option für die Filterpapiergrößen. Man kann also das filtern. Ich markiere mir diesen Bereich mal. Und dann gibt es hier unten einen Button, der uns eine Liste der Papiergrößen zeigt. Ja, also hier sehe ich im Prinzip dieselben Dateien oder selben Blattgrößen wie eben in der langen Liste auch. Und hier habe ich natürlich die Chance. Bei mir sind jetzt momentan alle angehakt. Ich nehme jetzt hier mal den Haken alle raus. Es sind im Prinzip alle abgewählt worden. Und ich wähle mir jetzt hier nur noch die an, die ich für meine tägliche Arbeit hier mal benötige. Ich nehme jetzt hier mal die ganzen, alle, die mit einem Buchstaben sind. Die habe ich mir jetzt angehakt. Das sind die Dateien, die ich im Prinzip in meiner Liste zur Auswahl noch benötige. Und meine Einstellung, die ich jetzt hier entsprechend geändert habe, kann ich hier auch jetzt speichern. Ich gehe also hier auf Speichern unter. Und dann kann ich mir hier eine sogenannte BMP-Datei erzeugen, die diese Blattformate enthält. Ja? So. Ich speichere jetzt im Prinzip diese PMP-Datei und kann jetzt hier für den Drucker meine eben extern gespeicherte Datei entsprechend anhängen. Das heißt, mein Programm wird auch auf diese Datei verknüpft und verweist nur noch auf die Inhalte, die eben angehakt waren. Ja? So, habe das jetzt getan und schließe jetzt hier die ganzen Fenster. Wer jetzt beispielsweise zu dem Standard bei der Neuinstallation zurückgehen wollte irgendwann, findet da auch einen Knopf der Vorgaben, dann wäre so der Standard wiederhergestellt. Ich sage für mich jetzt hier, okay, ich habe die Datei angehängt, die die Blattgrößen enthält. Und dann sieht man hier, dieses ganze Paket der Blätter sind im Prinzip hier nur noch da, die jetzt eben auch meiner Auswahl entsprechen. Das Einzige, was euch passieren kann, es kann euch passieren, dass hier auch ein Blattformat mehr drinsteht, als ihr eben angehakt habt. Das liegt daran, das momentan aktuell gestellte Papier wird im Prinzip mitgenommen. Mhm. Deswegen hatte ich eben bewusst das A0 als erstes eingestellt und bin danach in meine Liste gegangen, dass ich hier wirklich nur die habe, die auch den Haken entsprechen von eben. Okay. Ja? Super. Das war das erste Thema. Wie sieht es denn mit den benutzerdefinierten Blattformaten aus? Wenn du jetzt ein benutzerdefiniertes Blattformat anlegen würdest? So, ich lege mir jetzt hier für den print.spdf.pc3 ein benutzerdefiniertes Format an, füge mir hier eins hinzu. Ja, nennen wir das mal 900 mal 2000 beispielsweise. Genau, die Breite setzen wir auf 2000 und die Höhe auf 900 mm. Das ist ein ziemlich langes Blattformat, macht aber nichts. Wir wollen das jetzt einfach nur mal testen und klicken hier mal auf OK. Perfekt.
Wenn wir dann in die Druckerverwaltung gehen, beziehungsweise dort hier mit reingehen, würden wir auch diese Blattformate hier sehen. Diese werden aber in der .pc3-Datei gespeichert. Das heißt, wenn wir sie ausdünnen wollen würden, beziehungsweise hier auch wieder nicht in der Liste angezeigt haben möchten, was wahrscheinlich utopisch ist, aber rein theoretisch wäre das dann auch möglich, diese über den Filter in der PMP-Datei im Prinzip zu lösen. Nehme ich an. Genau. Sie müssen sich eine Sache vorstellen oder vor Augen halten. Diese PMP-Dateien sind kein BricsCAD-eigenes Format. Ja, das bedeutet, vielleicht kann der Herr Gisbert auch was dazu sagen in den nächsten Sekunden. Das ist eine Austauschdatei, die auch aus dem AutoCAD dann so funktioniert, richtig? Ja, Jens, du bist noch auf Stumm. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt noch nicht probiert, die BricsCAD-Datei im AutoCAD zu importieren oder Ja. umgekehrt. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Das Einzige, was Okay. wir halt machen, ist sowohl die PC3-Datei als auch die PMP-Datei auf dem Server zur Verfügung zu stellen, Okay. sodass dann über die Einstellung der Dateipfade in jeder Instanz jeder darauf zugreifen kann. Also man muss die Datei nicht irgendwie auf jeden Rechner kopieren oder hin und her schieben. Wenn die irgendwo auf dem Server liegt, scheint das problemlos zu funktionieren, auch in BricsCAD. Sehr schön. Also nur zur Beruhigung, ich habe das auch schon mit dem AutoCAD getestet, sonst hätte ich es nicht angesprochen. Es geht, ja. Ich habe es So. tatsächlich sehr sauber getrennt bei uns, weil wir im Moment noch beide Programme verwenden und Ja. die einen das und die anderen das. Und da wollte ich ehrlich gesagt nichts durcheinander bringen. Nee, klar, verständlich. Ja, aber für jeden, der schon mal darüber geflucht hat, Mensch, meine Blattformatliste, die ist mir zu lang. Ich suche da immer und finde nicht das, was ich gerne haben möchte. Das wäre die Möglichkeit, um das auszudünnen und das auf die Blattformate zu reduzieren, die man wirklich auch nur benutzt oder benutzerdefiniert selbst angelegt hat. Ja. Schön, gibt es Fragen dazu? Darf ich noch eine Frage stellen, bitte? Bitte. Ja, klar. Wen haben wir denn gerade? Hi. Hi. Hallo an alle. Ich war ein bisschen spät dran, aber immerhin habe ich es geschafft. Perfekt. Es geht mir um die PDF-Formate, weil früher im AutoCAD könnte man wirklich ganz beliebige Blattformate erstellen. Hat super Ja. funktioniert. Mittlerweile muss man dafür bei Adobe eine extra Datei kaufen. Wie Ja. sieht es hier in BricsCAD damit aus? Ist es noch möglich? Ist es auch genauso wenig möglich? Ist es überhaupt möglich, PDF-Dateien daraus zu drucken? Naja, also hinter dem Print as PDF.pc3 bei BricsCAD steckt ja schon Adobe. Ja, Okay. also Adobe PDF. Und du hast hier jederzeit die Möglichkeit, mit diesem Drucker, das ist auch der einzige, der von seitens des Herstellers im Prinzip ja, supportet wird, hast du ohne Probleme die Möglichkeit, PDF-Dateien zu erzeugen. Also du brauchst keinen externen PDF-Drucker, um PDFs zu erzeugen. Ja, und bezieht er sich nur auf Standardformate, Nein, sprich von nein. A0 bis oder auch Nein, nein, schau so mal. Wir haben, benutzerdefiniert? genau, also wir haben jetzt hier ja das benutzerdefinierte Blattformat 900 mal 2000 angelegt in die Print as PDF.pc3, die mit der Standardinstallation mitkommt. Okay. Komplexer. Ohne Probleme. Ja, aber das ist gerade meine Frage, weil ich kann es immer noch, ich bin momentan noch im AutoCAD, ne? Ich kann es mir Ja. immer noch als Layout erstellen, ja, Ja. aber wenn ich daraus eine PDF machen möchte, Ja, geht okay, das nicht ohne weiteres. können wir einfach mal zeigen. Ja, gerne. Wenn du jetzt einfach mal einen Plan als Kataster hinterlegst, Tobi, einmal auf Hochformat. Irgendwas, so. Nimm mal das Blattformat mit rein, bitte. Bevor du das tust. Einfach das, ja, wobei, wir müssen ja einen Plan hinterlegen, Ich dann habe ja hier A0. Jetzt nehmen wir das große, genau. Als das jetzt Hochformat, nehmen wir als muss ich noch ein Querformat. bisschen umstellen. Ja. Ja, Nehmen aber spannende Frage, Olga. so, Sonderformat in der Seiteneinrichtung. Hole ich mir mal noch im Modellbereich ein Kataster dazu. Ja, einfach als externe Referenz, genau, das sollte ja reichen, erstmal als Ich Beispiel. muss jetzt nicht gerade die große Datei nehmen. Das ist doch relativ. Ach, das ist schon groß.
Das ist noch klein. Da sind zumindest da sind zumindest keine 4000 Messpunkte drin, das meine ich damit. Das war jetzt eher auf die Dateigröße bezogen. Klatschlein, ja. Ja, so. So, dann schauen wir mal, wo es liegt. Ja, perfekt. So. Sehr schön. Dann machen wir mal ein Layout. Einfach ein benutzerdefiniertes Ansichtsfenster. Fast so groß wie das Blatt. Ja. Perfekt. Jetzt bitte entschuldigt. Wir haben jetzt nicht auf die Layer geachtet. Oder sonstiges oder nicht auf die Layer achten. Sollte man natürlich vorbildlich tun. Da zoome ich einfach mal quer. Einfach. Ist doch egal. Hauptsache, ja. Er macht das dann hinterher. Genau. Und jetzt gehen wir hier auf Drucken. Kriegen im Prinzip den Print des PDF.pc3, der im Prinzip seit der V18 in BricsCAD integriert ist. Mhm. Und legt mir das mal auf das Desktop. Ja, das passt ja. Ja, so. So, müsste dann durch sein, ne? Ja. Na, wunderbar. Super. Gebt das Geld lieber für BricsCAD aus als für PDF-Programme. Also das sind wir auf dem Weg, ja. Ja, ja. Auch da können wir Geld sparen, ja. Sehr schön. Sehr gut. Genau, und ganz wichtig, das ist halt dadurch, dass Adobe dahinter steckt, vielleicht auch nochmal kurz als Zusatz, an der linken Bildschirmseite beim Herrn Toast am Bildschirm sieht man jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt auch diese Layer, das Layer-Symbol mit dabei haben und dass hier alle benutzten Layer, Voraussetzung ist natürlich, dass man das auch so eingestellt hat, die hier in dem Layout oder in dem Ansichtsfenster dargestellt wurden, auch mit ausgegeben werden. Das heißt, man könnte hier tatsächlich auch Bestand oder sowas hier optisch für jemanden, der kein CAD verwendet, sich aber Sachen ein- oder ausblenden möchte, hier in der PDF aus- oder ein- oder einblenden. Und ganz wichtig, BricsCAD erzeugt hier über den printspdf.pc3 immer vektorisierte PDFs. Ja, das ist ganz wichtig für Leute, die zum Beispiel sagen, ich möchte mir eine PDF importieren oder sonstiges. Und ich habe jetzt bei mir auf dem Rechner wirklich vom Adobe die Freeware drauf. Das heißt, wir mussten da jetzt auch nicht irgendwie gegensteuern und ein besonderes PDF-Programm haben, sondern ich habe hier wirklich den freien Download, das DC. Genau. In dem Moment wirklich die Frage von eben, man muss kein zusätzliches Geld ausgeben, um das hier entsprechend zu bekommen. Denke ich, ist ganz praktisch. Liegt auch daran, weil BricsCAD im Prinzip diese Routine für das Drucken im Prinzip in der Installationsroutine seit der V18, wie gesagt, integriert hat. Ja. Sehr schön. Ja. Sonstige Fragen? Nur zu, gerne auch über den Chat. Also wenn irgendwie zwischendrin eine Frage auftauchen sollte, auch gerne über den Chat. Ja, ich hätte vielleicht noch eine Frage zu dem PDF-Export. Wie sieht das aus mit Textstilen? Werden die dann ins PDF eingebettet und funktioniert das dann auch beim Ausdruck, zum Beispiel im Copyshop oder sonst wo? Ja, öffnen wir mal die BricsCAD-Datei, die Herr Toast gerade offen hatte, genau. Und dann gehen wir mal auf das Menü Datei, einfach nur auf Menü Datei und dann PDF-Export-Option, beziehungsweise unter PDF-Export gibt es die Export-Option. Über diese Schaltfläche kommen wir am schnellsten in den Einstellungsbereich für den PDF-Export. Und hier haben Sie die Möglichkeit beispielsweise zu sagen, entweder wir betten die TrueType-Fonts, also die TTF-Dateien, in die PDF mit ein oder wir schreiben sie als Geometrie. Das würde bedeuten, BricsCAD würde aus einem A im Arealformat, was ja eine gewisse Stärke hat, würde es eine Geometrie schreiben mit Solid-Schraffur im Hintergrund. Macht natürlich bei viel Text die Datei extrem groß, aber es ist auch hier möglich, die aktivierten TTF-Dateien einbetten zu lassen. Das geht. Ist aber eine Einstellungssache. Alles klar, sehr schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. So, wie sieht's aus? Noch irgendeine Frage? Ansonsten würden wir erstmal weitermachen, denke ich, mit dem Polylinie bearbeiten. Und wenn es zu diesem Thema vielleicht weitere Fragen geben sollte,
dann einfach nochmal im Nachgang oder über den Chat und wir beantworten es dann gerne auch im nächsten Schritt. So, ich habe jetzt hier mal eine kleine minimale Zeichnung vorbereitet. Hintergrund ist hier der, wenn ich in die Eigenschaften schaue, ist im Prinzip, das ist ein normales Rechteck, ja, was im Prinzip hier, wenn man sieht, an dem Dreieck, an meinen Hilfslinien keine Bruchpunkte hat. Und viele unserer Kunden, die auch möglicherweise aus der Richtung AutoCAD kommen, sind da Befehle gewohnt wie P-Edit, um Polylinie bearbeiten zu können. Und das ist im Prinzip hier so, unser Rechteck ist jetzt hier eine Polylinie, wie man in den Eigenschaften sieht. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich hier diese Polylinie entsprechend bearbeiten? Und da muss man im Prinzip so einen kleinen Kniff kennen, weil nämlich in BricsCAD gibt es seit einigen Jahren den Quad, der eigentlich für die 3D-Konstruktion vorgesehen ist. Und dieses Tool enthält die hier gesuchten Befehle. Wie funktioniert der Quad? Wenn ich jetzt hier auf dieses Objekt fahre mit meiner Maus, ohne zu klicken, dann sieht man hier schon, der Quad wird aktiviert und gibt mir eine Information, um welches Objekt es sich handelt. Wenn man jetzt auf den Quad fährt, mit ein bisschen Timing, also da braucht man ein bisschen Übung für, Fingerspitzengefühl, dann werdet ihr sehen, dass der Quad hier auch entsprechend alle Befehle enthält. Das heißt, der Quad erkennt nicht nur die Polylinie, sondern er reduziert auch die Befehle insoweit, dass nur noch die hier angeboten werden, die an diesem Objekt möglich sind. Nur seltsamerweise sucht man hier das Polylinie bearbeiten vergeblich. Ja? So, ich verlasse mal den Quad, dann geht er wieder aus. Und jetzt wende ich im Prinzip den eben besprochenen kleinen Kniff an. Ich drücke lediglich die Steuerungstaste und halte diese fest. Und jetzt tue ich dasselbe mit der Maus wie eben. Ich stelle mein Fadenkreuz auf mein Objekt. Und jetzt werdet ihr feststellen, okay, jetzt sehen die Inhalte des Quads irgendwie etwas anders aus. Und man bekommt hier durch das Drücken der Steuerungstaste die Befehle der Polylinien-Segmente angezeigt. Und hier gibt es beispielsweise, oh, jetzt habe ich ein bisschen gezuckt und schon war ich vom Quad runter. Hier sieht man im Prinzip den Punkt, Eckpunkte einfügen zu können. Und das tue ich jetzt mal. Ich möchte hier bei meinem Objekt, hier an diesem Schnittpunkt, einen weiteren Eckpunkt einfügen. Drücke jetzt wieder die Steuerungstaste, fahre erneut auf mein Objekt, dann sieht man schon, das Segment ist kleiner geworden. Füge im Prinzip jetzt hier noch einen weiteren Punkt ein, den packe ich da oben an die Ecke. Und das Ganze tue ich jetzt hier mittig genauso, füge mir jetzt hier noch einen Punkt ein und schon bin ich in der Lage, hier meine Polylinie entsprechend hochzuziehen. Und wenn ich jetzt mal meine Layerstruktur anpasse und meinen Layer der Hilfslinie hier, jetzt muss ich einmal kurz umschalten, friere, dann sieht man, meine Polylinie hat hier vollumfänglich die Geometrie übernommen, ohne dass ich hier die Bombe nehmen musste, Liniensegmente zeichnen musste und danach wieder verbinde. Wäre zwar auch möglich, aber doch ein Stück weit umständlicher als dieser Weg über diese Funktion. Das heißt, im Umkehrschluss, der Quad erkennt entweder das gesamte Objekt, die Polylinie, so wie Herr Trost das jetzt gerade vormacht, und der Quad erkennt mit gedrückter Steuerungstaste ein einzelnes Polyliniensegment aus der Polylinie, ohne die Polylinie kaputt zu machen. Das heißt, Sie fügen einen Eckpunkt ein, Sie bearbeiten die Stützpunkte, wie auch immer, machen dann eine Ausbuchtung oder Sonstiges und am Ende ist die Polylinie trotzdem noch eine Polylinie, eine geschlossene, eine offene Polylinie, je nachdem, was Sie natürlich für ein Objekt haben, ohne dass die Polylinie zersprengt wurde und danach nochmal bearbeitbar wäre oder sein müsste. So, selbstverständlich findet man hier beispielsweise auch noch etwas. Man kann eine Ausbuchtung hinzufügen. Das heißt, wir können ein Polyliniensegment hier direkt zu einem Bogenelement umwandeln und dann sieht das Ganze so aus, ohne sozusagen das Objekt, wie gesagt, kaputt machen zu müssen. Genau. Was ist denn, wenn wir jetzt beispielsweise ein Segment, zum Beispiel das Bogensegment, wieder löschen wollen würden? Müssten wir dafür die Polylinie kaputt machen, oder? Ne? Also
da macht Brixcat zwar etwas recht Kurioses, aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es eigentlich das, was man erwarten müsste. Und zwar, Brixcat löscht das gesamte Segment und das, was da dran hängt, und schließt die Polylinie am Ende des Tages auf den kürzesten Weg. Ist aber trotzdem noch eine weitere Polylinie oder immer noch dieselbe Polylinie, die wir dann weiterhin einfach bearbeiten könnten. Genauso wie wir ein bestimmtes Segment dann am Ende wieder strecken könnten oder sonstiges. Ja. Hör zu. Ist es möglich, das auch bei 3D-Polylinien zu machen? Wolltest du Kaffee machen? Es dauert nicht mehr so lange. Kannst du machen? Kaffee. Ja, gut, wenn Sie Ihren Lautsprecher ausschalten würden. Genau. Ja. Olga, warte mal. Wo ist sie? Oh, müssen wir mal stumm stellen? Sekunde. Okay. So. Genau, also das ist eine schöne Frage, die auch gerade über den Chat schon gestellt wurde vom Herrn Fleischer. Und zwar, ob dieser Befehl auch mit einer 3D-Polylinie funktioniert. Müssen wir uns im Prinzip einmal anschauen. Wir können es ja gerade mal testen. Wir erzeugen einfach mal eine 3D-Polylinie. Unter Polylinie, genau. Dann nehmen wir mal eine 3D-Polylinie, keine Spirale. Ja, genau. Und dann zeichnen wir die einfach mal irgendwie im Zickzack. Ja, das reicht ja schon. Und jetzt müssen wir da, um es richtig halber zu machen, bevor wir jetzt gleich Ärger kriegen von den Kollegen, müssen wir wahrscheinlich den Stützpunkten auch drei verschiedene Z-Höhen geben, weil sonst werden wir hier gleich. Kreuzig. Ich will es nicht sagen, aber sonst kriegen wir gleich Einwand. Genau, wir geben mal den ersten Scheitelpunkt Z5. Nee, stopp, jetzt bist du beim vierten Scheitelpunkt. In die Z-Achse. So. Erster Scheitelpunkt unten unter Z. Genau. 5, dann gehen wir in den zweiten Scheitelpunkt. Einfach über die Pfeile. Ja. Moment. Du willst in den zweiten. Genau. Gehen wir 10 ein. Egal. Okay, das müsst ihr erreichen für das Beispiel. Und jetzt versuchen wir das gleiche auch hier mit dem Quad. Ja, die liegt da irgendwie schräg im Raum. Perfekt. So, ohne Steuerungstaste zu drücken. Mal drauf. Ja. So. Ohne dass ich die Steuerungstaste drücke, ist das Ganze wieder die 3D-Polylinie mit den entsprechenden Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich verlasse das Objekt, halte die Steuerungstaste fest. Ja. Okay. So, hier kann ich jetzt ebenfalls. Jawohl. Und jetzt müsste eigentlich dann direkt die Frage kommen, wo liegt dieser Stützpunkt? Ich warte nur drauf. Gehen wir mal über die Pfeiltasten rechts daneben, genau. 5, 10 und 3 müsste auf 0 liegen, ja, weil wir den ja komplett neu definiert haben. Wenn man den aber beispielsweise, ich denke, an einen Messpunkt legt oder auf einen Messpunkt legt über die Objektfänge, müsste der dann selbstverständlich seine entsprechende Höhe mitnehmen. Beantwortet das die Frage? Ja, vielen Dank. Sehr schön, gerne, gerne. Gut. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu der Polylinie wegen dem Messen gerade. Wie messe ich denn die einzelnen Segmentlängen oder wenn die Polylinie wie gerade alle zu einem Rechteck zusammengefasst sind? Naja, am besten messen wir die halt natürlich über die Bemaßung. Aber das ist ja ein grundlegendes Thema, das ja heute auch eigentlich gar nicht angesetzt war. Aber ganz normal, wenn Herr Toast eine Bemaßung anlegen würde, einfach eine lineare oder ausgerichtete Bemaßung, vollkommen egal. So würde man im Prinzip über die Objektfänge das Objekt dann messen, ne? Oder zumindest bemaßen. Na, ich will es ja nicht bemaßen, ich will ja nur Punkte messen und dann die Gesamtlänge haben und ich finde den Befehl irgendwie nicht. So, also ich kann nur noch einen Befehl empfehlen. Es gibt den Befehl Abstand. Okay. Wo ich auch entsprechend, wenn ich mir die Bemaßung sparen will, von da nach da, also ich bewege den Anfang und den Endpunkt und sehe dann in der Befehlszeile im Prinzip das, was ich gemessen habe, das heißt ein Diagonalmessen beispielsweise. Wenn ich nur an den X, Y und Z-Werten interessiert bin, kann ich das natürlich auch hier separat auslesen.
Und diese Informationen, die jetzt hier in der Befehlszeile stehen, die sind im Prinzip koordinatenbasierend. Ich sage immer so schön, die Werte sagen die Wahrheit, ein Maß ist manipulierbar, da unten die Werte niemals. Gut. Ja, ich frage nur, wenn wir das öfters mal brauchen, diesen Strang jetzt von diesen Einzelsegmenten, das sind 4 Stränge und ich müsste jetzt alle 4 separat messen und brauche dann die Gesamtlänge. Ja, aber die Gesamtlänge der Polylinie wird Ihnen ja auch über die Eigenschaftenleiste ausgespuckt. Also ja. Was hier zum Beispiel auch funktioniert, ich habe jetzt mal den Quad genommen, Steuerungstaste gedrückt und habe dieses Segment einfach markiert. Ja, da zeigt er die Einzelnen, ja, die kann ich dann auch erklären. Genau, und wenn Sie die Gesamtlänge wollen, nehmen Sie entsprechend einfach nur die gesamte Polylinie. So, wenn ich jetzt Escape drücke, markiere das Ganze, dann habe ich natürlich hier entscheidend mehr. Also das waren jetzt mehrere Optionen. Bemaßung war die eine, der Befehl Abstand war die zweite. Und hier über den Quad entsprechend auch das Segment markieren, war die dritte. Genau. Entschuldigung, man braucht es eigentlich nicht mit dem Quad machen. Einfach mit dem Cursor auf ein Teilstück draufgehen und die String-Taste drücken. Geht auch. Ja, dann kriege ich ein Segment. Aber es ist eigentlich genau dasselbe. Ich wähle eigentlich mit der Steuerungstaste den Quad an. Ich nehme nur auf dem Quad keinen Befehl wahr, sondern markiere nur das Objekt. Ja, aber manche eigentlich haben halt, ohne die Funktion des Quads, stimmt aber schon. Aber manche haben halt das ausgeschalten. Ja, da muss man es halt einschalten, sonst. Trotzdem okay. Vielen Dank für das Beantworten. Dankeschön. Gerne. Wir haben noch eine Frage im Chat von Frau Viola Stöckel. Die würden wir dann am Ende beantworten. Ich würde mir die mal markieren und dann gehen wir auf die Frage dann am Ende ein. Die würde im Prinzip wieder zum ersten Thema führen. Ich würde aber vorschlagen, wenn es keine weiteren Fragen geben sollte, zu dem Thema Eckpunkte oder Stützpunkte einfügen in Polylinien. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage. Ja, klar. Ja, folgendes. Das war jetzt die ganze Sache mit der Polylinie. Wie sieht es mit Schraffuren aus, die nachträglich zu bearbeiten? Im AutoCAD kann man das ja richtig gut machen. Genau so. Im BricsCAD ist es wie möglich. Genauso über den Quad. Wenn ich eine Schraffur habe, dann kann ich Punkte einfügen oder die Runden ändern. Ah, ja. Wenn du es mal machst, können wir zeigen. Nehmen wir mal eine Solid heute. So. Schön pink, super. Aber noch eine Frage geschwind zwischendurch. Ja. Wenn die Schraffur jetzt nicht assoziativ ist, weil jetzt ja die Pollinie hängt ja noch an der Schraffur dran. Wenn ich jetzt die Pollinie wieder ändere, dann ändert sich die Schraffur ja mit. Aber wenn ich jetzt nur die Schraffur nicht assoziativ habe. Hier ist der Wunsch nach nicht assoziativ, also eigentlich die Ausnahme. Genau. Und dann, dass ich halt nur die Schraffur habe. Ja. Genau, perfekt. Und dann schmeißen wir die Polylinie separat einfach einmal raus, damit wir auch auf Nummer sicher gehen. Ja, genau. Genau. Also das ist nur eine Schraffur. So. Ja, die wird nicht angefahren, weil die von der vorher. Ich muss bei mir mal eine kleine Einstellung verändern, Entschuldigung. Ich habe meine Grafik geschont. Ich habe bei meinem Rechner im Prinzip das Highlighten der Schraffuren ausgeschlossen. Deswegen hatte ich hier den Haken gesetzt. Dieser Haken nimmt mir natürlich die Möglichkeit, dass der Quad bei dem Objekt angeht. Deswegen muss ich bei mir jetzt gerade den Haken hier mal entfernen. Resultat ist, das eigentlich ungewollte Blinken kommt wieder dazu. Und ich habe hier die Möglichkeit auf Bearbeiten denn? Du willst hier? Nach unten? Ach so. Genau. Und dann haben wir das Eckpunkt einfügen als drittes Symbol von links in die Schraffur. Aber wie ist es mit aus gerade Bogen machen, aus Bogen wieder gerade machen?
Das funktioniert, glaube ich, nicht. Das müssen wir uns genauer anschauen. Da machen wir ein eigenes Thema im CAD-Café dann draus. Okay. Dankeschön. Müssen wir uns mal anschauen, Herr Fahrig. Das müssen wir uns genau angucken, ob es überhaupt funktioniert an der Stelle. Und wenn nicht, müssen wir mal den Hersteller fragen. Ne? Jo, dankeschön. Gerne. So, dann gehen wir mal als allererstes in das nächste Thema. Bevor wir die Fragen im Chat beantworten, gewohnte Oberfläche, Benutzeroberfläche, / Arbeitsbereich importieren. So, ich wechsle deswegen mal in die althergebrachte V18. Das ganze Thema geht ja in Arbeitsbereich aus einem alten System in ein neues System zu übernehmen. Und hier sieht man, ich habe mir in dieser V18 mal einen eigenen Arbeitsbereich angelegt, der im Prinzip hier auch Werkzeugkästen hat, die nicht zur Standardoberfläche gehören. Ich habe mir hier beispielsweise mal die Bemaßung da oben hingemacht oder den Werkzeugkasten Objekte ausblenden, anzeigen, den ich im 3D eigentlich ziemlich mag, und mal so die Polygone, die habe ich hier unten mal hingepackt. Das heißt, damit habe ich entsprechend meinen Arbeitsbereich angepasst. Er enthält gewisse Werkzeugkästen. Ja? So, ich möchte jetzt hier aus der V18 meine CUI mal umspeichern, dass ich sie nicht in den tiefen Katakomben von BricsCAD habe. Jetzt muss ich mal gucken. Datei. Ich möchte hier die Haupt-CUI speichern als. So, und lege die mir mal auf das Desktop. Ja? So, ich habe also jetzt hier bei mir auf dem Desktop die CUI aus meinem Altprogramm gespeichert. So, gehe jetzt nach der Installation mit meiner neuen Software her, in dem Fall hier die V21. Und man sieht hier den Arbeitsbereich, den ich da eben hatte. Den gibt es hier noch nicht. So, ich kann hier unten in dem Bereich die Funktion Anpassen wählen. Dauert einen kleinen Moment. Dann öffnet sich hier der Bereich Anpassen. Und wer da mal genauer schaut, der findet hier in dem Fall Arbeitsbereiche importieren. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier in die CUI gelangt, wo hier in dem Fall der Bereich der bisher vorhandenen Arbeitsbereiche ist. Und ihr seht, der Arbeitsbereich mit diesem Kürzel TRO ist hier noch nicht da. Demzufolge kann ich hierher gehen, Arbeitsbereiche importieren. Muss im Prinzip jetzt auf die alte CUI verweisen. Sage hier öffnen und dieser Dialog anpassen erkennt jetzt hier, dass es hier einen Arbeitsbereich gibt, der den Namen 2D konstruieren TRO hat, und ich sage hier okay, ich möchte diesen importieren. Gut, solange BricsCAD da an der Stelle kurz lädt, vielleicht ein kleiner Hintergrund, wieso das überhaupt so wichtig ist oder wieso es wichtig wäre, es so zu importieren und nicht anders. Wir haben ganz oft an der Hotline folgenden Fall und folgendes Problem. Und zwar, man hat irgendwo in irgendeinem Forum mal gelesen, ja, wenn du deine Default.cui-Datei von einer Version in die nächste nimmst, egal ob es BricsCAD oder AutoCAD oder sonst was ist, dann ist deine Benutzeroberfläche genauso, wie du sie vorher auch hattest. Ja, richtig, aber wir haben ein Problem an der Stelle, und zwar, Sie müssen sich die CUI-Datei so ein bisschen als das Gehirn der CAD-Basis vorstellen. Ja? Und was passiert, wenn wir ein altes Gehirn aus einem alten Programm nehmen oder einer alten Programmversion nehmen und dieses Gehirn mit dem neuen Gehirn aus dem neuen Programm austauschen? Naja, der Wissensstand bleibt der gleiche, und der Wissensstand an der Stelle sind immer die Befehle, ja? Oder die Werkzeuge, die BricsCAD mit sich bringt. Das heißt, man würde im Prinzip alte Befehle nehmen, sie über die CUI-Datei aus dem alten Produkt in das neue importieren und würde die Neuerungen komplett rausschmeißen. Und das ist ein absolutes Problem. Wieso? Naja, sie bezahlen meistens Wartung für das Tool. Das wird weiterentwickelt. Hier ist es so,
Sie bezahlen dafür, dass Sie neue Funktionen bekommen, mit an die Hand bekommen. Und wenn Sie dann das alte Gehirn austauschen, dann laden Sie einen alten Stand einfach rein. Und das wollen wir nicht. Deswegen der Trick hier, über den Arbeitsbereich importieren. So, ihr seht, wir haben hier jetzt den Arbeitsbereich über die Funktion Arbeitsbereiche importieren dazugeholt. Man sieht auch an dem Link, ihr seht meine CUI, der V21. Und die hat nun diesen Arbeitsbereich, den es in der V18 gab, hier dazu bekommen. Der Rest der CUI, sprich die Befehle, sind hiervon nicht berührt, wie man so schön sagt. Genau. Ja? Ich sage jetzt hier unten einfach okay. Es dauert einen Moment, mein BRICS-Card lädt nochmal. Ihr seht, es hat sich optisch leider noch nichts verändert. Das liegt aber daran, wir haben zwar den Arbeitsbereich importiert, er wird aber nicht automatisch aktiv gesetzt. Das kann ich hier jetzt nachträglich tun. Da finde ich jetzt eben den neu hinzugefügten Arbeitsbereich. Und ihr seht, die Werkzeugkästen, die ich eben hatte, in dem Fall hier oben die Bemaßung, der Objekte ausblenden, anzeigen und die Polygone sind wieder da. Das Einzige, was mir jetzt hier passiert ist, dadurch, dass ich den Werkzeugkasten im unteren Bereich habe, schiebt es mir Befehlszeile etwas nach rechts. Da ist aber, denke ich, die Maßnahme relativ easy. Ich hole meine Werkzeugkästen kurz dort unten raus. Natürlich, so sollte er nicht da unten reinrutschen. Fingerspitzengefühl. Da auch nicht. Ja, jetzt haben wir es. Ja, und platziere mir die jetzt hier genauso, dass ich nicht den Platz. Ah, ja, super. Jetzt haben wir es. Ja, dass ich nicht meine Befehlszeile kleiner mache, als es sein sollte. Deswegen, und schon habe ich im Prinzip über diese Möglichkeit meine altbewährten Werkzeugkästen hier mit dazu. Eins müssen wir dazu sagen, dieses Arbeitsplatz oder Arbeitsbereich importieren würden wir grundsätzlich nur empfehlen für Personen, die die Multifunktionsleiste nicht verwenden. Hintergrund ist der, die Multifunktionsleiste kommt hier mit und es kommt der alte Stand mit, den ich ja eigentlich nicht sinnvoll nutzen kann, weil die Neuerungen in dem Werkzeugkasten fehlen. Beispielsweise der PDF-Import würde hier auf der Multifunktionsleiste hier dann gar nicht bereitstehen. Ja? Okay. So, ich müsste jetzt noch, dass ich die Funktion der 21 auch haben kann, nehme ich hier die Panelstapelung mal und aktiviere mir die Größenänderung, dass ich auch hier sozusagen den Stand der 21 wieder habe. Das heißt, ich habe meine Panel-Button wieder. Ja? Na, sehr schön. Dann haben wir die nächste oder eine Frage, die zu diesem Thema passt, im Chat von Herrn Süß. Ob die Reihenfolge der Arbeitsbereiche im Auswahlfenster, dann nehme ich an, Herr Süß meint, wenn Herr Trost einen Rechtsklick auf seinen Arbeitsbereich unten macht, dass das 2D-Konstruieren TRO weiter oben steht. Ja, das geht im Anpassen-Menü, da müssen Sie den Arbeitsbereich einfach nur vor das 2D-Konstruieren schieben. Das sollte so funktionieren. Am Ende des Tages ist es aber so, Herr Süß, wenn Sie es einmal importiert haben, einmal eingestellt haben, dann werden Sie es auch da lassen und dann werden Sie da unten auch meistens nicht nochmal draufklicken. Also wenn Herr Trost das jetzt unter Arbeits- oder auf Arbeitsbereiche schiebt oder genau so, dann ist es ganz oben, genau. Ich habe einfach Maus draufgestellt, die linke Maustaste festgehalten und habe das hochgeschoben. Sag jetzt hier okay. Genau, und dann steht das auch genau jetzt dort. Jetzt lädt BRICS-Card hier nochmal und ist noch nicht ganz fertig. Ja, Herr Süß schreibt gerade auch noch dazu, hatte er schon vermutet. Sehr schön. Ja, und Herr Süß, Sie sehen, Wunsch erfüllt, Hierarchie geregelt. Perfekt. Gut, ich weiß nicht, Tobi, du hast da noch ein paar Fragen im Chat, die ich jetzt nicht sehe, glaube ich. Genau, ich glaube, ich sehe nicht alle. Ah, das passt. Weiter hoch vielleicht nochmal.
Das geht ganz gut. Genau, dann müssten das alle sein. Das kannst du dann zumachen. Die restlichen habe ich mir rausgezogen. Die restlichen Fragen. Gut. Hat zu diesem Thema jemand eine Frage? Möchte jemand etwas dazu sagen? Ja, ich hätte vielleicht noch eine Frage. Das war jetzt der Import von Arbeitsbereichen, wenn ich aus einer Altversion komme. Ja. Wir haben immer mal die Frage nach dem Speichern von Profilen. Ja. Wenn sozusagen die Oberfläche mal eingerichtet ist, benutzerspezifisch, und man möchte sich das gerne so ablegen, um es dann später wieder zu reaktivieren. Vielleicht können Sie noch was zu dem Unterschied Profile speichern und importieren sagen. Ja, also grundsätzlich haben wir das so, ja immer falsch gemacht. Nee, alles gut. Vielleicht kannst du deine Bildschirmfreigabe dann nochmal erstmal stoppen, Tobi. Genau, oben auf Stoppen. Weiter oben. Perfekt. Genau, das ist so ein oft gefragtes Thema, Profile, Arbeitsbereiche, COI-Datei, wie hängt da wie was zusammen? Schön, dass der Franz Dietz heute dabei ist, von ihm habe ich dazu sehr, sehr viel gelernt. Ist beispielsweise jemand, der ganz, ganz viele PCs einrichtet und auch individualisiert für das Unternehmen abgestimmt, diese Vorgaben im Prinzip einmal austauscht, ja. Für die Mitarbeiter. Und es ist, Franz, bitte korrigiere mich sofort, wenn ich es falsch verstanden habe, irgendwann mal, als ich bei dem netten Termin in Regensburg bei euch war. Aber in den Profilen ist es so, Sie müssen sich vorstellen, das ist eine .aeg-Datei und in der .aeg-Datei gibt es Einstellungen, die gespeichert werden. Wir können es gleich mal auch vielleicht nochmal zeigen, die halt sehr benutzerspezifisch sind, beziehungsweise die entweder keinen Platz in der Windows Registry haben oder nicht in der COI-Datei gespeichert werden. Und diese Einstellungen sind halt profilabhängig. Ich kann es gerne mal zeigen, indem ich meinen BlixCard kurz mal öffne und dann meine Bildschirmfreigabe starte. Okay. Dann müsste jetzt jeder meinen Bildschirm sehen. Ist das so? Na, noch nicht? Jetzt, ja. Jetzt, sehr schön. Dann würde ich jetzt mein 2D-Konstruieren starten. So. Kleine Sekunde. Okay, mein BlixCard V21 sieht hier beispielsweise so aus. Ja. Und ich würde jetzt mal auf den Profile Manager gehen, um mein Profil Kazaku hier zum Beispiel einmal zu exportieren. Ja, also wie habe ich den Profile Manager geöffnet? Ich habe einfach über die Befehlszeile Profile Manager über die Befehlszeile getippt und würde jetzt hier an der Stelle einfach mal auf Kazaku gehen und sagen einmal Export. Wieso wollen wir das einmal exportieren? Ich möchte Ihnen gerne zeigen, was denn da überhaupt drinsteckt. Ja. Das machen wir jetzt einmal und dann schließe ich das Ganze wieder. Okay, und dann schauen wir mal, wo es mir die .aeg-Datei hingeschoben hat, und zwar hierher. Und die würde ich jetzt einfach mal mit einem Doppelklick und im Windows-Editor oder Text-Editor einfach mal öffnen. Ja? Und hier ist so, dass grundsätzlich ja, alles zwar übernommen werden könnte, außer Pfade, die hier nach Hot Current User, ja, irgendwo mit Profiles Kazaku, ja, das ist jetzt recht praktisch, weil das Profil Kazaku heißt, ja, im Prinzip übernommen werden können. Also alles, wo Hot Current User drinsteht, das würde sich anpassen an den entsprechenden Benutzer. Ja, der eine heißt Trost, der andere heißt Kazaku, an den entsprechenden PCs sind die Namen anders. Da, wo Hot Current User drinsteht, da würde es übernommen werden können. Franz, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig, Dankeschön. Alles andere kann nicht übernommen werden. Ja? Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Systemvariable haben, wie ein Backup-Dateipfad hier, ja? Ja. Ich ziehe es mal rüber, dann sieht man, dass diese Einstellung nur in der Windows Registry gespeichert ist. Das heißt, meine Windows Registry kann nicht zur Herr Toast Windows Registry übergeben werden. Dementsprechend kann diese Einstellung auch nicht übernommen werden.
Diese Einstellung steht aber auch beispielsweise nicht in der .aeg-Datei, hat aber auch wiederum nichts mit den Befehlen CUI-Datei zu tun. Ja? Das heißt, man müsste überlegen, welche Einstellungen sind wichtig für die Übernahme über die .aeg. Diese kann man dann gerne austauschen. Gibt aber Einstellungen wie Backup-Pfade, die Windows Registry spezifisch geschrieben werden. Diese können wir nicht austauschen. Die müssten manuell an jedem Rechner separat definiert werden. Und die Arbeitsbereiche importieren, hat der Herr Toos ja einiges heute schon dazu gezeigt. Also das funktioniert eigentlich ganz, ganz einfach. Kurz zur Situation. Wir haben bei uns in der Firma über 40 Rechner und die müssen zwischen den Weihnachtsferien da alle installiert und konfiguriert werden. Und ich gehe da so vor, ich mache mir da eine Installation, die sauber funktioniert, übertrage mir dann dieses Profil, Benutzerprofil, diese ARG-Datei und die Default-COI von dem richtig installierten Rechner und mache die Installation bei den anderen Rechnern und spiele diese beiden Dateien direkt auf den neu installierten Rechner drauf. Und das bedeutet aber, Franz, das bedeutet aber, Franz, du tauschst die Dateien aus, bevor du BricsCAD an den neuen installierten Rechner zum ersten Mal startest. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Die müssen vorher ausgetauscht werden. Sonst funktioniert die ganze Chose nicht. Ja. Das muss so sein, ja. Und das funktioniert ganz, ganz toll. Wir brauchen da pro Rechner so circa 20 Minuten, 30 Minuten, dann ist der fertig. Super. Ja, und das Wichtige dabei ist, überall dieselbe Version von BricsCAD. Niemals irgendwie zwischen alt und neu. Ja. Ja, das ist natürlich klar, immer die gleiche Version. Ja, der Punkt, so klar ist das für viele leider nicht. Ich sag mal so, ich habe es in Seminaren wirklich erlebt, dass ich einen Befehl erklären wollte und mir alle Teilnehmer mit großen Augen entgegengetreten sind. Den Befehl gibt es bei mir nicht. Dann war mir meistens klar, was da die Ursache für ein Verschwinden von Befehlen ist. Deswegen, das wollte ich nochmal dazu sagen, weil dieses Missverständnis sehr oft passiert. Genau. Darf ich fragen, was dann die Ursache ist für verschwundene Befehle? Das ist dann das Profil oder? Nein, die COI. Die COI bekommt im Prinzip immer mit dem Download mit. Ja. Ja. Jedes Programm hat eine eigene COI. Das heißt, Befehle der V18 stecken in der COI der V18. BricsCAD macht eine Entwicklung über mehrere Jahre bis zur heutigen V21. Kopiere ich jetzt die alte COI der V18 in die V21. Was habe ich dann erreicht? Ich habe im Prinzip das alte Programm der V18 in der Optik der V20. Und alle Befehle, die zur V21 entwickelt wurden, sind im Prinzip überschrieben worden. Ja, rausgeschmissen worden, eher gesagt. Sie waren ja in der COI der V18 entwicklungstechnisch noch nicht vorhanden. Richtig, ja. Schon klar. Und dann sind auch tatsächlich die Befehlseingaben über Tastatur nicht mehr verfügbar, wenn ich die COI überschreibe oder nur die Benutzeroberfläche. Korrekt. Tatsächlich die Befehle. Okay, das ist gut zu wissen. Ja. Ja. Alles klar. So ist das. Ja. Es wäre schade, Geld zu zahlen und dann auf dem alten Stand zu bleiben, auch wenn er anders aussieht. Ich hatte vor einigen Wochen, das ist schon ein paar Tage her, hatte ich tatsächlich einen Kunden, wo sich dann herausgestellt hat, dass er die COI-Datei aus der BricsCAD-Version V7 bis zur V21 jetzt mitgeschleppt hat. Ja? Da können Sie sich vorstellen, wie laut der Schrei war. Der wird sich gefreut haben über die ganzen Funktionen, die er plötzlich hatte. Ja, das ist dementsprechend so aufgefallen. Er hat einfach die COI-Datei reinkopiert oder überschrieben und hat sich dann irgendwann jetzt mit der V21 gewundert, wieso er denn jedes Jahr Wartungen bezahlt, ja? Obwohl er keine Neuerungen bekommt. Und dann haben wir herausfinden müssen, okay, das kann gar nicht so funktionieren, wie er das macht. Ja. Das ist... Ist schon heftig, was da passiert teilweise, ja. Aber es gibt doch die Möglichkeit, benutzerspezifische COIs ranzuhängen an die Unternehmens-COI. Das ist ja eine Lösung für dieses Problem, dass man sozusagen in der alten Version eine Custom-COI erstellt und die dann in den neuen Versionen jeweils mit ranhängt, dass sozusagen die unternehmensspezifischen Funktionen mit zu dem jeweils neuen Kommandosatz der neuen Version kommen. Wäre auch unsere Empfehlung am Ende des Tages, beinhaltet aber immer das Problem, dass
es auch Kunden gibt, die es gerne bequem möchten. Sage ich jetzt mal sehr vorsichtig. Ja. Und dazu kommt noch die Teil-COI, die man dann hat, die lernt ja auch nicht selbstständig dazu. Das heißt, man muss dann schon mal schauen, wenn man eigene Werkzeugkästen hat, ob man die nicht mit den Neuerungen der Version entsprechend erweitern möchte. Ja. Also ein selbstständiges Lernen der Neuerungen findet auch an der Stelle nicht statt, sondern man muss sie dieser Teil-COI manuell hinzufügen. Alles klar, aber das würde zumindest verhindern, dass man auf den alten Befehlen sitzen bleibt und die neuen übersieht. Ja, nur wer dann halt seine gewohnten Werkzeugkästen nur platziert und sich nie mit den neuen Werkzeugkästen beschäftigt oder den geänderten Werkzeugkästen aus der Original, der würde die Neuerungen auch nicht sehen. Ja, man muss sie dann wirklich mal anschauen in den Originalwerkzeugkästen und seiner Teil-COI hinzufügen. Ja, gut. Ich habe noch zwei Fragen. Alles klar, Dankeschön. Sehr gerne, Herr Blunk. Ich habe noch zwei Fragen aus dem Chat, die möchte ich auch nicht übergehen, von Frau Laura Zierenstein. Sie hatte gefragt, kann eine einzelne Linie oder ein Kreis in eine Polylinie umgewandelt werden? Das habe ich eben auch schon kurz über den Chat beantwortet. Ich will es aber hier auch nochmal erläutern. Ja, es ist möglich, über den Befehl Polylinie bearbeiten. Also man muss den Befehl Polylinie bearbeiten wählen, das Objekt auswählen. Dann meckert das Programm zwar, hey, das ist keine Polylinie, fragt aber dann auch gleichzeitig, möchtest du es in eine Polylinie umwandeln oder nein? Und dann kann man sagen, ja, bitte in Polylinie umwandeln. Das wäre im Prinzip die Lösung dazu. Dann haben wir noch von Frau Stöckel eine Frage. Gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen dem PDF-Export und dem PDF-Druck? Im Grunde genommen nein, außer dass der PDF-Export im Prinzip im Hintergrund läuft und der PDF-Druck im Vordergrund läuft. Das heißt, im PDF-Druck können Sie erstmal einen kleinen Moment wahrscheinlich nichts tun. Im PDF-Export als auch im PDF-Druck, Entschuldigung, steckt immer der Drucker, der PDF-Drucker printf.pc3. Das ist so die Gemeinsamkeit, / der Unterschied. Das hätte ich jetzt hier an der Stelle gerne so erstmal beantwortet. Dann haben wir von Frau Stöckel eine zweite Frage, die ich noch auffassen wollen würde. Noch die Frage zu den 3D-Polylinien. Kann eine 3D-Polylinie Linientypen zum Beispiel gestrichelt oder gestrichpunktiert, nehme ich an, dass das heißen soll, oder Ähnliches übernommen werden oder angezeigt werden? Müsste theoretisch funktionieren, könnte aber zu Kollisionen mit dem Linientyp-Maßstab führen oder mit der Linientyp-Skalierung führen. Dann müssen wir einfach mal darüber schauen. Weiß nicht, ob Herr Trost das jetzt gleich ausprobieren will. Ich bin gerade schon dabei. Okay. Genau. Dann setzt du den Linientypfaktor mal hoch. Wir sehen keine Bildschirmfreigabe. Okay. Er testet es gerade nebenbei. Genau. Keine Reaktion. Nee. Also wie gesagt, da müssten wir mal gucken, aber ich bin der Meinung, dass das ein allgemeines Problem der 3D-Polylinien ist und nicht nur im BricsCAD so ist. Das müssten wir uns mal gemeinsam angucken. Da würde ich fast behaupten, rufen Sie uns in den nächsten Tagen vielleicht mal kurz an, dann schauen wir einmal drüber, Frau Stöckel. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Gut. Der Herr Stadler hat eine Frage über den Chat. Herr Stadler fragt, ich bekomme öfters Naturstandszeichnung von Vermessungsbüros mit sehr vielen Layern. Gibt es eine Möglichkeit, Layer in einem Unterverzeichnis zusammenzuführen? Herr Stadler, ich würde behaupten, dass eher eine Hotline-Frage ist. Da würde ich Sie gerne dazu verweisen, dass Sie einfach nochmal über die Hotline Kontakt zu uns aufnehmen. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Die Frau Zeitler, hallo Frau Zeitler übrigens. Sie sind nicht im Bild gewesen. Ich habe ein Problem, wenn ich BricsCAD aus einer Datei rausöffne, ist immer alles in Ordnung. Wenn ich BricsCAD über
den Blixcat-Button öffne, dann sind meine ganzen Einstellungen weg. Wo dann kann das liegen? Das kann da dann liegen, Frau Zeitler, dass Sie im Grunde genommen vielleicht keine administrativen Rechte für diese Installationsschaltfläche vom Blixcat haben, woraus Blixcat dann vielleicht auch gar nicht die entsprechenden Einstellungen aus den entsprechenden Dateifaden ziehen kann. Aber auch da eher eine Hotline-Frage. Frau Büttner. Frau Büttner schreibt, wann macht das Importieren des Arbeitsbereiches überhaupt Sinn, wenn ich zwischen zwei verschiedenen Versionen? Innerhalb einer Version macht das ebenfalls Sinn, wobei da könnte man theoretisch vielleicht auch die gesamte COI-Datei austauschen, würde ich aber meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, ob das dann funktioniert. Aber von einer Version zur nächsten macht das grundsätzlich Sinn. Wenn Sie mit der in Anführungszeichen eher klassischen Benutzeroberflächen arbeiten wollen würden, über die Werkzeugkästen. Wenn Sie über die Multifunktionsgleise arbeiten, sieht das ganze Thema schon wieder ein bisschen anders aus. Also das müssten Sie für sich dann im Prinzip einmal abschätzen, wann das für Sie Sinn macht. Ja. Also ich persönlich zum Beispiel würde für meine oder für unsere Zwecke hier, wenn ich beispielsweise eine neue Version installiere, ich gehe beispielsweise her und platziere mir die Werkzeugkästen neu, weil in dem Moment, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das eigentlich in der Regel innerhalb von 10 Minuten erledigt ist. Beim Herrn Dietz würde es natürlich anders aussehen, wenn er 40 Rechner machen muss, dann kann ich schon völlig nachvollziehen, dass man da über die Arbeitsbereiche nachdenkt. Es ist also grundsätzlich die Frage, an wie vielen Geräten muss man das machen. Für mich ist es meistens einfacher, die Werkzeugkästen zu holen, weil ich dann auch weiß, ich habe den neuesten Stand des Programms. Genau. Ich persönlich muss dazu sagen, ich muss meinen Arbeitsbereich beispielsweise nie einrichten, weil ich mittlerweile sehr, sehr gerne seit der V20, V21 mit der Multifunktionsleiste und dem Quad arbeite, aber auf der anderen Seite auch eher ein Anwender beispielsweise bin, der gerne viele Sachen über die Tastatur löst. Da kann man sich, glaube ich, drüber streiten am Ende des Tages, wann das Sinn macht. Wenn Sie sich unsicher sind, auch da gerne herzlich eingeladen, einfach durchklingeln, fragen, wenn es soweit ist. Können wir auch gerne jederzeit mit Ihnen durchgehen. Ich hätte noch mal eine Frage, ganz kurz. Na, sehr gerne. Ich habe vorhin auch gesehen, ich arbeite auch gerne mit der Tastatur und Befehlskürzeln. Gibt es eigentlich irgendwo mal so eine Liste, wo man da nochmal nachlesen kann, welche Befehle welche Kürzel haben? Ja klar, googeln Sie einfach Autodesk-Tastaturbefehle. Nein, Quatsch. Wow. das wollen wir natürlich nicht. Dann kommen aber dieselben Befehle mit bei rum, dieselben Tastaturkürzel. Was ich damit eigentlich aussagen wollte, ist, die althergeholten Tastaturkürzel, die Sie so kennen, die gehen im Blixcat ja nicht verloren. L und Enter, P, L und Enter sind immer noch die entsprechenden Befehle, wie im AutoCAD auch. Ich würde mal eine Kleinigkeit heraussuchen und dann über den Chat veröffentlichen. Und zwar haben wir da eine Kleinigkeit vorbereitet. Genau. So, und ich habe jetzt gerade mal in den Chat einen Download-Link geschickt, kann sich jeder einmal anklicken, beinhaltet eine PDF-Datei, die wir mal vorbereitet haben für unsere Seminarteilnehmer, beinhaltet im Prinzip alle wichtigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Tastaturbefehle aus dem 2D-Bereich einmal für Sie zusammengefasst. Das sind so die gängigsten. Nicht festnageln, natürlich gibt es noch wesentlich mehr, die haben wir jetzt aber dort erstmal nicht mit aufgeführt, können sich kostenfrei runterladen, abspeichern, intern verteilen, jederzeit gerne. Wir haben diese Liste mal gemacht, weil zum Beispiel der Reihebefehl da ein Thema ist, der steht nämlich da in der Liste anders. Wer den Reihebefehl anwählt, kriegt im Prinzip hier in der Oberfläche alle Sachen hier über die Befehlszeile abgefragt. Punkt ist der, wer auf die Liste schaut, der wird da sehen bei Reihe, steht der Befehl unterstrich Array Classic. Interessanterweise in dieser Konstellation kommt das althergebrachte Fenster, wird auch sehr oft gesucht. Deswegen, das war einer der Gründe, warum wir mit dieser Liste mal angefangen haben. Ja. So.
Aber alles gut. Genau, also einfach mal die Liste da durchschauen, mal reinschauen, ob da was Brauchbares dabei ist. Ansonsten anrufen, fragen, jederzeit gerne. Der Herr Giesbers, ja klar, der Chat, im Chat ist nochmal der Download-Link. So, gut, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. 1 Stunde 15 Minuten. Wow, wir wollten eigentlich immer so im Rahmen von einer halben, dreiviertel Stunde bleiben. Aber es kamen diesmal viele Fragen. Also genau. Muss man sagen, rege Teilnahme. Danke. Genau. Schön, dass so viele auch dabei waren. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Dürfen wir noch etwas beantworten? Ansonsten würde ich für heute das Meeting im Prinzip einmal beenden. Jeder von Ihnen ist natürlich jederzeit gerne herzlich dazu eingeladen, uns jederzeit anzurufen, einmal an der Hotline nachzufragen, wenn es Probleme, Fragen gibt, sind an hessischen Werktagen von 9 bis 17 Uhr im Prinzip einmal erreichbar. Und vielleicht nochmal kurze Werbung in Sachen Cut-Café. Ich würde das Ganze im Prinzip einmal über meine Bildschirmfreigabe lösen wollen und Ihnen nochmal zeigen, wo Sie das Cut-Café oder die Anmeldung zum Cut-Café und Informationen dazu grundsätzlich finden. Wir haben auf unserer Internetseite www.below-software.de den Punkt Cut-Café hier oben. Ja? Da kann man im Prinzip einmal draufklicken und würde dann im nächsten Schritt immer erfahren, ob es hier neue Termine gibt. Das finden Sie dann in diesem Bereich. Dort werden wir im Prinzip die Beiträge online stellen, um Sie herzlich dazu einzuladen. Des Weiteren werden Sie natürlich per E-Mail kontaktiert. Im unteren Verlauf finden Sie Anregungen zum Cut-Café, ein kleines Formular. Wenn es ein Thema gibt, das Sie gerne mit uns besprechen möchten, gerne mit uns teilen möchten, eine Frage dazu haben, gerne einfach hier Kontakt mit uns per Formular aufnehmen. Das nehmen wir dann mit auf, planen das Thema mit ein. Und wir haben einmal hier oben den Hinweis zur Mediathek, sowohl hier unten als kostenfrei Ansehen-Button. Da gelangen Sie natürlich gerne jederzeit zu unserer Mediathek und können uns hier am Ende des Tages oder können sich hier am Ende des Tages alle Cut-Café-Sitzungen anschauen, die wir bis jetzt abgehalten haben. Sind jederzeit dazu eingeladen, sich hier mit anzumelden. Genau. Ich würde sagen, vielen Dank für die große und tolle Teilnahme heute. Sehr spannender Termin. Hoffe, das geht immer wieder so weiter. Wenn es Fragen gibt, immer schön anrufen. Ich glaube, das kennt man bei uns ganz gut, dass wir immer erreichbar sind. Ansonsten wünsche ich allen alles Gute. Bleiben Sie alle gesund. Passen Sie auf sich auf, gerade in der jetzigen Zeit. Und wünsche frohe Feiertage im Vorfeld. Schöne Osterfeiertage und alles Gute. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Danke. Tschüss. Gerne, tschüss.